Howdy alle miteinander. Howdy allerseits. Ich bin auch Texas. Howdy ich allerseits. Bin Terra Cards ist ein sehr interessantes Spiel. Ich hab's irgendwann abends gesehen. Es wurde von, ich glaube, Olexa. Heißt der YouTube-Kanal. Sehr interessant, beschäftigt sich sehr viel mit Roguelikes. Da habe ich es gesehen und ich fand es wirklich sehr interessant und wollte es mir unbedingt holen. Was ist Terra Cards? Wir fangen einfach mal an, das Spiel zu spielen, um erstmal aufzuzeigen, worum es geht. Also, wir haben eine Insel, wir haben ein Startkapital von 80 Münzen und innerhalb von 9 Tagen müssen wir 100 Münzen zahlen. Ist also relativ simpel zu verstehen. Wir müssen mit den verschiedensten Sachen hier, wie zum Beispiel Weizen, Kühen und dem Wasser, müssen wir unsere Produktion anregen, um Ressourcen zu bekommen, wie zum Beispiel Weizen. Von der Kuh gibt es dann Milch und so weiter und so fort. Fangen wir erst einmal an, ein bisschen Weizen zu pflanzen, ein bisschen Wasserressource. Machen wir eine extra Insel für unsere Kuh, weil wir werden Platz brauchen hier, auf jeden Fall. Und packen unsere Kuh hier in dieses Gehege. Nun haben wir schon ein bisschen Geld verbraucht und beenden unser Tag. Wir verlieren Geld, aber produziert wurden 3x Weizen und 1x Milch. Gibt jeweils bestimmten Ansatz an Geld, ist schon mal sehr, sehr gut. So, nun ist es aber wichtig, wir brauchen mehr Weizen, aber Weizen braucht Wasser, heißt also, wir brauchen auch mehr Wasser. Kühe brauchen zum Beispiel Weizen und Wasser. So, jetzt haben wir mehr Wasser. Wir verlieren etwas Geld. Wasserressourcen im Surplus. Ja, auch das geht weg. Aber wir dürfen auch nicht zu viel ausgeben, weil es sonst kritisch wird. So, und nun haben wir die Möglichkeit, was Neues zu holen. Weil nur von Weizen und von der Kuh kriegen wir nichts. Das bringt es nicht, das bringt es überhaupt nicht. Ja? Und jetzt die Frage, was nehmen wir uns denn? Wir haben zum Beispiel eine Sonnenblume. So, die Produktion, wenn keine Struktur in einer Inselreichweite ist, wird erhöht. Heißt also, alles was wie zum Beispiel ein Ofen ist, was später noch interessant sein kann, eine Presse, ein Mixer, alles drum und dran. So. Oder Karotten, die sind nachher auf jeden Fall wichtig, wenn wir mit, wenn wir uns noch Hasen holen. Ich würde fast schon sagen, wir holen uns Karotten, weil die wirklich sehr, sehr gut sein können, gerade für den Anfang. Wir können das Ganze nachher auf Autoverkauf stellen. Heißt also im Großen und Ganzen, die alten Waren verkaufen sich selbst. Oder wir können das Ganze manuell machen. Das ist aber erst einmal noch nicht ganz wichtig. So, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Insel. Wenn denn, für unsere Karotten. Denn gerade sowas hier kriegt ein Extra, wenn sie halt alle miteinander sind. Alle schön zusammen, die schönen Karotten hier, alle gemeinschaftlich. Ich bin gerade im Minus, was nicht gut ist. Kann das ganze Geld aber wieder reinholen. Wir verkaufen das Ganze mal, schauen, wie viel kommen würden. Jetzt bekommen wir 28 Taler. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, und ich bin schon fast der Meinung, wir könnten mal wieder eine Kuh hier reinstecken. Ja. Euch kann ich melken. Hier noch eine Karotte und beenden unser Tag. So, jetzt gibt es erstmal 100 Taler Abzug. Können wir das Ganze reinholen? Gerade so plus 76. Wir sind ganz knapp, aber auch ganz, ganz knapp im Plus. So, wir kriegen wieder Minus. Auf unsere Ressourcen. Dann würde ich sagen, bauen wir hier oben schon mal so ein bisschen Mais an. Ja, ein bisschen lecker schmecker Mais. Denn der Mais marschiert. Und er... Oder so, keine Ahnung. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt Pasteurisierer. So, ob man das macht. Ja, kostet 30 Strom. Und kann Milch zu pasteurisierte Milch machen. Und in einem Fermenter wird das Ganze dann zu Joghurt. Joghurt! Und fangen erstmal an, ein bisschen Treibstoffweizen zu bauen. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe schon Runden gehabt, die waren wirklich echt grauenvoll. So, und das ist natürlich auch was ganz Geiles, eine Essenzbelohnung. Jetzt haben wir die Auswahl zwischen so einem, ich sage jetzt mal, einer besonderen Fähigkeit. Hier zum Beispiel Wartehand des Dealers. Kartenhandgröße, aber jede Karte ist um 50% teurer, also plus 2 Karten. Aber die Kosten sind erhöht. So, spülen. Jede Runde erhältst du 4 gleichwertige Karten, deren Gold kosten um 1. Für jede in diesem Zug gezogene Karte steigen. Du erhältst nur 4 Karten pro Zug. Deswegen nicht so geil. Dionische Rituale hingegen ist sehr geil. Alle 10 Runden erhalten sie plus 4 Produktionen für Ernten und dreifache Produktion von Trauben für 5 Runden. Das ist sehr, sehr gut. Damit können wir sehr schnell wieder auf den Plus kommen. Wir können wirklich sehr schnell wieder auf den Plus kommen. Und das kann einen wirklich den Arsch retten. Eis am Stiel erhöht die Produktion unserer Kühe. Das würde ich doch sehr, sehr gerne nehmen. Schleckt doch mal am köstlichen, köstlichen Eis. Gönn dir mal ein Schleckerchen, mein Freund. Gönn dir mal ein gutes Schleckerchen. Mehr Trauben. Welche wir nachher übrigens auch fermentieren können und zu Wein machen können, was sehr, sehr gut ist. Entsafter.
Ja, wir könnten einen Entsafter hinstellen. Wir könnten einen Entsafter hinstellen. Das wäre sehr, sehr gut und sehr vom Vorteil. So, noch eine Traube und einen Entsaft. Okay, da dockt er nicht an. Also, zum Beispiel hier gesehen, wenn ich ihn hier hinstelle, bringt es gar nichts. Es dockt mit nichts an. Ja. Der Entsafter könnte mit den Möhren was anfangen, ja, aber nicht mit den Trauben. Und gerade die sind ja unfassbar wichtig. Ich würde sagen, wir kaufen eine neue Insel, stellen das Ding hier hin, falls wir auf den Gedanken kommen, noch was zu machen. So, die Trauben wurden verarbeitet zu Traubensaft. Jetzt haben wir 504, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ah, ein Fermentierer. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich Wein machen und Wein bringt richtig schön Geld. Das ist sehr gut. So, dann stellen wir mal den Fermentierer hier hin. Der wird Strom brauchen. Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwas finden mit Strom. Das wird sonst schwierig. Wie zum Beispiel Elektrokarotten. So, produziert 5 Strom. Wenn neben einen Hasen, frisst der Hase sie und der Hase produziert 5 Strom. Was sehr, sehr gut ist. Also, nehmen wir uns ein paar elektrisierende Karotten. So, helles Mais. Mais kostet kein Wasser, sondern verwendet Energie. Entsprechend dem Wasser, was sie benutzen würden, und zweifache Produktion und plus 5 Gold für alle Maisarten. So, das Wunder verwandelt jeden Wasserüberschuss in Wein. Das ist jetzt nicht interessant. Wenn 2 Tiere derselben Gruppe auf derselben Insel sind, erhältst du eine Karte des günstigsten Tiers dieser Gruppe. Damit könnte man sich auf jeden Fall einen haufenweise Tierkarten holen, was schon mal sehr, sehr geil ist. Ich hingegen würde aber sehr gern sehr hellen Mais haben, weil das klingt sehr, sehr geil. Und wir machen gerade sowieso guten Strom. Popcorn. Jedes Tier kann Popcorn als Hauptnahrungsmittel essen und wenn es dies tut, erhält es 4-fache Produktion, was sehr, sehr gut ist. Damit können wir auf jeden Fall unser Popcorn nutzen. Die Tiere würden die Hauptressourcen nicht mehr fressen. Und eine 4-fache Produktion ist schon echt not bad. So, wo stellen wir jetzt am besten unsere Erdnüsse hin, unsere Treibstofferdnüsse? Ich würde die fast schon hier hinbauen. So. Sieht doch hübsch aus. So. Und da passiert's schon. Da haben wir Wein hergestellt. Oh, ist das ein schöner Geldbetrag. Das ist doch ein schöner, schöner Geldbetrag. So, wir kommen auch langsam ins Plus hier. Sehr, sehr gut. Heißt aber auch im Endeffekt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir an schön viel Geld kommen. Ich bin ein Treibstoffnüsschen, yeah. Du bist ein Treibstoffnüsschen, das ist eine Kuh. Wir halten Ausschau nach was Besserem. Ah ja, die Ingenieurskuh. Halbiert Ressourcenkosten von Strukturen in einem zweifachen Inselbereich. Das hingegen gefällt mir. Die würde ich sogar nehmen. Ist eine schöne Kuh. Wir sind unverteilt. Ein Alpha-Wolf. Ein richtiger Alpha. Okay, kann keine Schafe bekommen, gibt aber 10 Gold pro Schaf in einem Umkreis von 3 Inseln. Ist Panettone, keine Ahnung, was das sein soll, von der angrenzenden Insel und verwandelt sich in Santa Clown. Er klingt auf jeden Fall interessant. Ich würde ihn mir sogar holen. Jetzt bräuchte ich vielleicht aber auch nur erstens Platz und wahrscheinlich noch ein Gehege. Dann werden wir mal darauf sparen, uns ein Gehege zu holen. Schönes, schönes Gehege. Wir sind richtigen Alpha. Wie der Ingenieurskuh Wölfe. Friss Schaf der benachbarten Insel und erhalte 20 Mal dessen Ressourcenkosten als Gold. Wenn ihr in einer verwelkten Pflanze verwandelt sich in Alpha-Wolf. Ich glaube, ich hole mir ein paar Wölfe und stelle die daneben. Ist zwar ganz schön kritisch, gibt aber ganz schön viel Gold. Und das Spiel ist vorbei. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, aber keine Sorge. Wir gehen in Runde 2 rein und diesmal machen wir es ein bisschen lustiger. Ich könnte meine Nüsse in der Nähe meiner Kühe bauen und werden sie zu Erdnusskühen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich meine, was soll da schon schief gehen? Nicht von der Erdnusskuh naschen, falls ihr allergisch seid. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gesund. Ich stelle meine Nüsse, meine salzigen Erdnüsse, mache ich hier rein. Aber erstmal meine Nüsse. Ich würde schon ganz gerne meine Nüsse in den Boden rammen. Nicht falsch verstehen. Ich weiß, du lachst gerade. Ich sehe dich doch. Ich weiß, dass du da bist. Auf zu lachen. Meine Nüsse. Entschuldigung. Was wollte ich denn jetzt machen? Hab ganz vergessen. Schmelzofen. Schmelzofen klingt gut. Huh. So, Elektrokarotten. Hier hin. Wo ist mein Schmelzofen? Ich würde ganz gerne ein paar Sachen reinstecken. Wie man das.
Soll ich mal was entsaften? Ich hätte Karotten zum Entsaften. 3 im Vergleich zu 1. Ja, das bringt ein bisschen was auf jeden Fall. Hat zumindest ein bisschen Vorteil. Das heißt, ich stelle jetzt die übrigen Karotten hier beim Mais hin. Und freue mir einen Ast ab. So, die docken da an. Hier ist es hier noch aber besser. Hier habe ich mehr zum Entsaften. Oh, das ist doch eine sehr gute Produktion hier. Ja, wir machen hier den guten Billigwein. So, wir haben Treibstoff Weizen. Den könnten wir auch noch hier irgendwo zwischenpimpern. Der bestimmt auch not bad. Treibstoff Mais. Habe ich den nicht irgendwo zu stehen? Ich habe mal... Doch, da oben. Weißt du was? Gib mir den geilen Treibstoff Mais. Ja, die Hühner müssen laufen. Die müssen auf Zack sein. Die laufen nicht auf Elektrik. Das sind nur richtig gute alte Benziner. Die brauchen noch richtig guten Treibstoff. Gut, eine Scheune, da haben wir's. Schönes Ding. Das Ding können wir uns nämlich schön hier hinpumpen. Sehr schön. Gut. Das heißt, die beiden sind schon mal gedeckt. Hase hier. Ich würde, glaube ich, hier eine Scheune noch hinstellen. So, die Kosten können wir wunderbar decken. Wir haben ganz schönes Plus gemacht. Holy. Wir machen richtig gut Geld gerade. Das ist fantastisch. Wolf, ich weiß nicht. So mit Kakao, die können wir wieder ein bisschen verarbeiten. Möchte ich aber gerade nicht. Ich könnte ein paar Apfelbäume entsaften. Und Apfelsaft draus machen. Das klingt auch not bad. Machen wir das doch einfach mal. So eine Scheune hingegen. Ist schon Schmackofatz. Dann können wir die Hasen wieder richtig rabbeln lassen. Nicht falsch verstehen. Wie viele Hasen? 880 Hasenfüße machen die. Das ist eine sehr gute Sache. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich, mach mal den hier. Und, den hier. Jetzt habe ich hier so ein Ding. Jetzt würde ich sagen, gucken wir nach einem Gehege. Brezeln das hier in die Mitte. Und jetzt ist die Frage, reicht es, wenn ich jetzt hier nochmal Hasen hinbauen würde? Weil die würden ja äußerst viel produzieren. Ja, die Kosten kriege ich gedeckt. Das ist nichts Schlimmes. So, Treibstofftrauben sind kacke, erdnussfest, relevant, Kuhflut. Plus 20-fache Produktion für Kühe, aber plus 40 Wasserkosten. Das macht mir gar nichts aus. Pinguine. Pinguine sind gut. Die helfen den Krabben. Das bringt aber nicht viel. Ich hätte noch ein paar Häschen. Ein weiblicher Hase. Gibt eine Karte des günstigsten Kaninchen, die nicht selbst ist auf derselben Insel. Komm mal her. Oh, wie niedlich. So. Wie viel Produktion haben wir bei den Hasenpfoten? 1,76, Alter. Huh. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich hätte doch gern Hasen. Lass uns rammeln. Lass uns hüppeln. Kaninchenlehrling, wenn zwei Tiger derselben... Oh, das klingt sehr gut. Das nehmen wir doch gleich mal. Hätte ich ein bisschen mehr lesen sollen, aber lesen. Wer braucht sowas? Wer bin ich? Bin ich ein Lehrer? Bin ich ein Gelehrter? Na, dafür bin ich nicht hier. Ich bin nicht hier zum Lesen. Ich bin hier zum Agieren. Das ist meine Aufgabe. Ich soll machen. Und nicht nur gucken. So, Krabben, Sonnenblumen, eine Transportgerätschaft, Vogelnest, Silo. Ich will mir noch ein mittleres Ding holen. Einfach nur, um rein zufällig hier vielleicht noch ein Gehege für Hasen zu bauen. Also ein Mix, das ist kein Gehege. Ich muss mindestens noch Platz lassen für den weiblichen Hasen. Der bestimmt hier irgendwo sein muss. Wo ist er denn? Ich konnte schwören, ich habe einen. Bin ich mir jetzt 100% sicher. Wir haben 861.000. Wir produzieren echt gut. Aber noch ein paar Karotten, glaube ich. Wäre nicht schlecht. Hase. Hase. Mehr Hasen. Wie viel produzieren wir eigentlich im allgemeinen Sinne von den Dingern? 11.440. Oh, Junge. Das sind sehr viele Hasen. Ein Osterhase! Macht das alle angrenzenden Inselkarotten? Schokoladenriegel produzieren. Alle Hasen auf der Farm produzieren jetzt Ostereier. Wenn neben einer verwelkten Pflanze verwandeln sie sich in echter Osterhase. Okay, not bad. Nehme ich. Klingt fresh genug. Wo ist der Osterhase? Wo ist er denn nur? Habt ihr schon den Osterhasen gesehen? Falls nein. Gut, ich auch nicht. Ich komme nämlich gerade ein bisschen doof vor. Aber richtig blöd. Eine Ewigkeit später. Und noch immer keine Spur vom Osterhasen. Ich werde langsam ein bisschen traurig. Ja? Ostern fällt wohl aus, Kinder. Seid nicht enttäuscht. Alles gut. Wir kriegen das hin. Mehr Krotte. Aha, der Osterhase. Perfekt. So.
Wir können noch eine Scheune hier hinbauen. Eine Scheune. Zurück zu den Krabben. Krabbe. Krabbe. So, Osterhasen sind entdeckt. Hier unten sind auch die ganzen Hasen entdeckt. Alter, ich habe so viele Hasen, verdammt Axt. So. Okay. Ich würde noch ein paar Karotten haben. Wie viel geben Ostereier? Wo sind sie denn? 21.598 Ostereier. Yay. Was sagt ihr damit alles anfangen? Was sagt ihr mit so vielen Ostereiern? Was sagt ihr da hinstecken? Also ich glaube, ich weiß und kenne so einen Ort, wo man... Wie produzieren die eigentlich momentan? Ich kann die Zahlen nicht mal mehr lesen. Das überlappt sich alles. 44.844 Ostereier. Das ist massig. Das ist richtig massig. Aber ja, im Großen und Ganzen, das ist Tarot Cards. Und ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr lustiges, sehr entspannendes, aber auch sehr herausforderndes Spiel. Weil es gibt Momente wie das jetzt hier, wo wirklich alles fantastisch läuft. Es gibt auch Momente, wo du wirklich, wirklich in den Mistgenerator greifst, um es mal in dem Spieljargon hier auszudrücken. Ich für meinen Teil würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, like das Video. Na, falls ihr wollt, dass ich vielleicht noch andere kleine Spiele vorstelle, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, stellt sie gerne vor und Schlesi, solltest du irgendwas mit New World sagen, ich schwöre, ich finde dich. Bis dann. Haut da rein und tschüss. Auf Wiedersehen. Huu.